Wir sind jetzt hier auf dem Gardasee. Die Stillsongs sind mehr oder weniger fertig. Wir haben noch zwei, drei neue Nummern gemacht. Es kotzt uns tierisch an, was um uns rum passiert. Freie Meinung wird am Schwanz kastriert. Ja, ich denke, wir schaffen es wieder, auch mit diesem Album neue Leute an Freiwill zu fesseln. Es gibt Menschen, die brauchen eher den Akustik-Rock-Sound. Und das ist Still 2. Ohne Lüge keine Macht. Die Geschichte hält dagegen. Macht und Lüge schafft. Blinde Völker wie Armeen. Neue Songs auf Still 2 deshalb, weil wir einfach Bock drauf hatten. Wir haben bei Still 2 mit den bestehenden Songs angefangen, haben die auf Still 2 geschrieben, umgemünzt. Und Philipp hat währenddessen natürlich die Füße nicht stillhalten können, hat Songs geschrieben und dann haben wir gedacht, okay, wir haben Songs für die klingen nach Still und warum nicht mit auf die Scheibe packen. Ich glaube, jeden freut es dann auch, wenn wir 2, 3, 4, 5 neue Nummern drauf sind. Die Forderung, die wir selber an uns gestellt haben, war ganz klar, Still 2 muss rockiger werden als Still 1. Natürlich gerade bei Still, bei Akustikalben ist es wichtig, dass du viele neue Ideen suchst. Wer Still 1 geliebt hat, wird auch Still 2 lieben, da sind wir uns sicher. Die Sonne wirkt auf die Seele, wirft Licht in den seelischen Kräutergarten und so gibt es halt auch ein paar Nuancen, die durchaus auch südamerikanische Touchs haben oder sonst was. Es ist alles, würde ich sagen, noch ein bisschen sommerlicher. Aber eine super Mischung ist entstanden, also ich glaube, es ist für jeden was dabei. Wo liegt mein Sommerland? Liegt mein Sommerland auf meiner Hand? Einige Fans werden sich wundern über die Stilistik von manchen Songs. Die klingen sehr anders als die Originalen. Lautlos fiel der Vorhang hier zu Boden und ich stand stumm wie ein Eis gehüllt. Still 2 ist rockig, prescht nach vorne. Wir sind begeistert, ich hoffe ihr auch. Ich freue mich jetzt schon wahnsinnig auf die Tour und ja, wir werden richtig viel Spaß haben.